Ich bin der Manfred Schirrewan, habe seit 30 Jahren meinen Schloss- und Schlüsseldienst hier in Weiden und suche jetzt einen Nachfolger. Ich bin Christian Hans, habe seit 5 Jahren einen Schlüsseldienst in Nürnberg und möchte mich gern vergrößern, würde dafür gern den Schlüsseldienst Schirrewan in Weiden übernehmen. Ich bin Thomas Mannstedt, ich habe hier in Regensburg die Betriebe Mannstedt Sicherheitstechnik. Ich habe Interesse an Herrn Schirrewan, seinen Betrieb, würde mich darum gerne bewerben und den gerne übernehmen. Hallo und herzlich willkommen bei Nachfolger gesucht. Auch heute wollen wir wieder ein alteingesessenes Unternehmen hier in Bayern bei der Nachfolgersuche unterstützen. Und der Betrieb, um den es heute geht, der nimmt in dieser Stadt so eine Art Schlüsselposition ein. Und damit dieses Geschäft in Zukunft nicht schließen muss, wenn der Eigentümer in den Ruhestand geht, deswegen bin ich heute in Weiden in der Oberpfalz. Rund 100 Kilometer östlich von Nürnberg und 35 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt liegt die Stadt Weiden in der Oberpfalz. Sie wurde im 13. Jahrhundert gegründet, hat heute rund 42.000 Einwohner und außerdem eine Hochschule und ein Klinikum. Und dementsprechend viele Tür-, Tor-, Wohnungs-, Büro-, Keller-, Fahrrad- und sonstige Schlösser gibt es hier. Mitten im Zentrum der Stadt liegt der Schloss- und Schlüsseldienst Schirrewan. Das ist also der Schlüsseldienst von Manfred Schirrewan. Seinen Schlüsseldienst gibt es mittlerweile seit 30 Jahren hier in Weiden. Jetzt will aber der Manfred in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und deswegen suchen er und seine Ehefrau seit einiger Zeit nach einem geeigneten Nachfolger. Allerdings bisher ohne Erfolg. Ja, mal sehen, ob die beiden mit unseren Kandidaten ein bisschen mehr Glück haben. Grüß Gott. Ja, was ist denn da los? Sie, ja, Linde. Ja. Tommy Orne vom Fernsehen. Ja. Ja, prima. Das ist der Manfred. Das ist ja ein Überraschung. Schirrewan, ja. Ich bin auf der Suche nach einem Schlüsselerlebnis. Aha, da sind Sie hier richtig. Ja. Seit 30 Jahren Schirrewan Weiden. Ja. Das ist ein unglaublich großer Laden. Wie läuft der? Schöner Laden, läuft seit 30 Jahren. Ja. Allerdings seit 2005 habe ich schwer reduziert, weil ich das nicht mehr so nötig habe. Ich mache also nur noch, was mir eigentlich gefällt und was nicht so lange andauert. Ja. Also Sie haben so ein bisschen reduzierte Dienstleistungen. Teilen Sie sich das alles auf hier gemeinsam? Wie sieht das aus? Er hat reduziert, weil ich ausgestiegen bin. Genau. Ach. Meine Frau war 21 Jahre hier mit im Laden, von früh bis abends. Und ja gut, hat dann gesagt, Tag und Nacht sind wir beieinander, jetzt hört sich das mal auf. Jetzt mache ich mal was anderes. Lag das am Mann oder lag das am Geschäft? Nee. Mann, 8 Stunden, also insgesamt 24 Stunden, das war mir einfach zu viel. Das Geschäft läuft super. Warum wollen Sie jetzt in Ruhestand? Ja, meine Frau ist 60 geworden letztes Jahr. Ich werde jetzt demnächst 60 in 2-3 Monaten. Und ja, 30 Jahre schuppern und ackern von früh 8 Uhr bis nachts um 12 Uhr, das reicht. Sie haben doch 2 Kinder. Da könnte doch einer von den Kindern den Laden übernehmen? Nee, die haben alle ihren eigenen Beruf. Die haben gesagt, die gehen einen eigenen Weg und die wohnen alle in Düsseldorf. Man hätte die Kinder nicht studieren lassen dürfen, dann wäre es was anderes geworden vielleicht. Aber so haben sie riesen Jobs in Nordrhein-Westfalen. Und da ist also nichts drin, die gehen dann immer weg. Also die haben schon ihren Weg gefunden. Deswegen sind wir hier, um den passenden Nachfolger eventuell zu finden. Das wäre eine tolle Sache. Ja. Jetzt wollen wir uns aber erstmal anschauen, wie so ein Arbeitsalltag von Manfred Schirrewan hier abläuft. Morgens um 8 macht sich Manfred Schirrewan in seinem Heimatort Grafenböhr, rund 20 Kilometer von Weiden entfernt, auf den Weg. Eine halbe Stunde später kommt der 59-Jährige am Geschäft an. Hier hat er viele Jahre lang die kleinen und großen Probleme seiner Kundschaft gelöst. Ich bin schon stolz darauf, was hier abgelaufen ist die letzten 30 Jahre. Vor allen Dingen, wenn der Kunde wirklich das kriegt, wo er sich schon die Hacken abgelaufen hat. Ne? Und das passiert also oft. War ich da. Bis es hieß, geht zum Schirrewan, der hat's. Und was er alles hat. Mehr als 45.000 Schlüsselrohlinge zum Beispiel, in allen Formen und Farben. Dazu finden sich im Geschäft natürlich auch die passenden Schlösser und außerdem noch jede Menge Stempel, Schilder und Schlüsselanhänger.
In seinem Geschäft fertigt Manfred Schirdewan vom normalen Haustürschlüssel bis zum komplizierten Tresorschlüssel alles, was die Kunden brauchen. Ja, Spezialfälle sind uralte Schlösser, ja, wo man keinen Ersatz hat, ja, wo einfach nichts mehr am Markt ist. Ja. Und dann versuche ich natürlich, das irgendwie zu reparieren oder umzubauen und dergleichen. Wenn ich das schaffe, dann ist der Kunde natürlich überglücklich. Ja. Und das ist dann auch immer ein Erfolgserlebnis für mich. Und das wird ja dann per Mundpropaganda weitergetragen. Sehr wichtig. Und so hat Manfred Schirdewan viele Stammkunden, die gerne immer wieder kommen. 10 Mal. Aha, prima. Kann ich warten drauf? Ja, ja. Mache ich sofort 10 Mal. Okay. 10 Mal, ja. Die Kunden wissen, was sie am Geschäft von Manfred Schirdewan haben. Fände sich kein Nachfolger, wäre das für sie ein echter Verlust. Das wäre schade für beiden, weil er im breit gefächert, gut sortiert und man kann also wirklich alles haben. Es gibt nichts, was man hier beim Schirdewan nicht bekommen will. 4, 6, 8 Zähne. 10 Mal. Und das Muster? Das sind 11. Rein in die Tüte. Es muss ein Nachfolger her, sonst müsste ich ja einen Ausverkauf machen mit dem Laden und dann die blanke Immobilie an den Mann bringen. Und genau das will ich nicht. Seitdem seine Frau nicht mehr mit im Laden steht, muss Manfred Schirdewan bei Außeneinsätzen immer genau überlegen. Kann er schnell genug wieder zurück sein oder muss er den Auftrag absagen? Also alles, was jetzt länger als 20, 30 Minuten dauert, müsste ich jetzt ablehnen und auf später verschieben, ja, weil ich ja allein im Geschäft bin. Hier kommt da der Zettel rein, Notdiensttür öffnen und bin gleich zurück. Das sind maximal 20, 30 Minuten. Manfred, Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie in den letzten Jahren viele Dienstleistungen hier im Geschäft reduziert haben. Welches Potenzial steckt denn jetzt noch in diesem Geschäft, wenn jetzt zum Beispiel wieder 2 Leute angreifen werden? Alarmanlagen, ja. Türkontrollsystem und so weiter, sowas muss man also da wieder mit einbauen, ja. Dann kann man den Umsatz entsprechend wieder steigern, ja. Ist ja klar, wenn man zu zweit hier arbeitet, dass einer immer rausfahren kann und der andere macht das Geschäft und das wird ja dann nicht zugesperrt. Und da liegt dann auch das Potenzial, weil dann viele Leute gehen dann eben in anderes Geschäft, weil sie ganz dringend einen Schlüssel brauchen und das geht natürlich in dem Moment dann verloren. Es stecken also noch viele, viele Möglichkeiten hier in diesem Geschäft, aber wie sieht jetzt das Profil aus, das der Nachfolger mitbringen muss, um Ihr Geschäft zu übernehmen? Ja, der Nachfolger, der sollte aus der Branche kommen, denn dann stellt er sich hier rein und macht sofort weiter, ja. Was heißt aus der Branche kommen? Also wie viel Berufserfahrung braucht er, wie viele Jahre, ja. Welche Ausbildung? Ausbildung, Schlosser, Schreiner in dieser Richtung, das ist das Richtige, ja. Man muss natürlich auch mit den Leuten können hier in Weiden. Ja, sowieso. Ne, das muss man überall. Also ich kann mich jetzt nicht hinter den Ladentisch stellen und dann mit ein Gesicht ziehen. Das geht einfach nicht. Egal, wie man auch innerlich beieinander ist. Freundlichkeit zählt halt in so einem Metier. Wir haben hier 2 Kandidaten für Sie, die kommen dem doch sehr, sehr nahe. Schauen Sie mal hier rein, unsere 2 Kandidaten für die eventuelle Nachfolge. Und damit Sie sich auch einen Eindruck machen können, wer da kommen wird, werden wir Ihnen jetzt mal unseren ersten Kandidaten vorstellen. Das ist der Christian Hans und der kommt aus Nürnberg. Nürnberg. Die mittelfränkische Metropole mit der berühmten Burg ist mit mehr als 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Bayerns. Hier befindet sich auch der Schlüsseldienst von Christian Hans. Der 29-Jährige hat sich vor 5 Jahren für diesen Beruf entschieden, als er sich aus seinem Auto ausgesperrt hatte und selbst einen Schlüsseldienst brauchte. Und der kam dann, hat mir das Auto aufgemacht und ich war davon so begeistert, dass es so schön und schnell ging und dafür doch einigermaßen viel Geld bekommen hat, also der andere Schlüsseldienst. Und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen, wie ich da dazu kommen könnte, das auch zu machen. Und er hat gesagt, der sucht gerade zufälligerweise von seiner Firma, die suchen gerade einen Nachfolger für Nürnberg. Und dann habe ich eben für die Firma angefangen, selbstständig zu arbeiten.
Und weil er Platz für seine Schlüsselmaschine gebraucht hat, ist Christian Hans dann als Untermieter im Ladenlokal seiner Mutter Maria eingezogen, die hier seit vielen Jahren einen Pudelsalon betreibt. Da unten in dem Raum, da hatte ich eigentlich Hundeartikel zu verkaufen. Und wie fast überall, das Geschäft ging auch schlechter. Und dann war der Raum halt frei, leer gestanden. Und da hatte ich meinen Sohn angeboten, dass er da Schlüsseldienst machen kann. In seinem Laden ist der 29-Jährige allerdings selten. Der überwiegende Teil seiner Arbeit sind Notfalleinsätze. Im Öffnen von Türen und Knacken von Schlössern ist Christian Hans mittlerweile Spezialist. Jetzt will er sein Geschäft weiter ausbauen. Dass der Schlüsseldienst von Manfred Schirdewan vielleicht eine Nummer zu groß sein könnte, glaubt der Jungunternehmer nicht. Also ich würde es mir zutrauen, ein größeres Geschäft zu übernehmen. Ich habe selbst mit dem Geschäft hier Bange gehabt am Anfang und das ist schon wieder keine Herausforderung für mich mehr. Also ich würde es mir zutrauen, auf jeden Fall, ja. Unterstützung für seine Pläne bekommt Christian Hans von seiner Ehefrau Andrea. Die beiden haben vor 2 Jahren geheiratet und träumen jetzt von einer gemeinsamen Zukunft. Dafür würde Andrea mit ihrem Christian auch von Nürnberg weggehen. Ich würde mich darauf freuen, nach Weiden zu ziehen. Meine Oberpfalz, die kenne ich auch vor allem daher, weil ich da geboren wurde, in Wurzbach-Hosenberg. Von daher hätte ich da überhaupt kein Problem damit, auch da zu wohnen. Und wenn es sich vom Bedarf her ergibt, von der Arbeit her, würde ich natürlich auch mithelfen und das erlernen. Weil momentan habe ich vom Schlüssel nachmachen natürlich nicht besonders viel Ahnung. Aber ich denke, das kriege ich auf jeden Fall hin, weil ich, denke ich, auch handwerklich nicht so ganz so ungeschickt bin. Und das würde auf jeden Fall funktionieren. Ah. Servus, Christian. Servus, hallo. Gut hergefunden, von Nürnberg hierher nach Weiden, ja? Gleich hergefunden, okay. Wenig Verkehr gehabt. Aha. Das ist also der Laden, ja? Ja, das könnte vielleicht bald Ihr eigener Betrieb sein. Ja, schon aufregend die ganze Sache, ne? Aufregend, warum? Ja, großer Laden, viel drin. Ja, schauen wir mal, gehen wir mal rein. Wird das jetzt erwartet? Ja, okay. Prima. So, Herr Schirdewan. Ich habe einen Besuch mitgebracht aus Nürnberg. Das ist der Christian. Herr Orner. Grüß Gott. Wunderbar, freut mich. Der Christian. Hallo, Christian Hans. Christian Schirdewan. Hallo, Herr Schirdewan. Ein möglicher Nachfolger von Ihnen, Herr Schirdewan. Das wäre sehr schön, ja. Was haben Sie für einen Beruf gelernt? Also ich habe ursprünglich Schreiner gelernt, habe das ein halbes Jahr noch als Geselle ausgeführt und war dann zwischenzeitlich was anderes, aber bin dann doch sozusagen ein bisschen wieder zurückgekommen auf den Handwerksberuf. Ja. Schreiner ist nicht schlecht, ja. Man ist ja in dem Job Schreiner, Schlosser, Elektriker, Maurer und was sonst noch dazu kommt. Ne? Muss Multitalent sein, aber wir sehen so es ja hier. Ist es, ja. Wenn Sie jetzt den Christian so anschauen, ich meine, er ist ein junger Kerl, fühlen Sie sich da so an Ihre Jugend zurückerinnern, jüngere Jahre, als es bei Ihnen begann, auch mit dem Geschäft? Sympathischer Kerl. Ich habe mit 20 Jahren in Berlin angefangen, bin dann 80 nach Weiden gekommen und sofort selbstständig gemacht. Und jetzt sind 30 Jahre vergangen. Und jetzt will er sich selbstständig machen, vielleicht hier? Das wäre klasse. Dafür muss er Ihren Betrieb jetzt aber erstmal kennenlernen. Das werde ich ihm jetzt zeigen. Ja. Zeigen Sie ihm alles. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön. Okay? Wir sehen uns später. Bis dann. Okay, ciao. Tschüss. Kommst du mal hier rum? Jawohl. Und schon geht's ans Eingemachte. Also, Herr Christian, das Wichtigste sind ja die Maschinen. Ja. Mhm. Die schärfste Maschine ist natürlich hier diese ECOS. Ja. Achso, die macht es automatisch. Ja. Die macht PC-gesteuert, wenn also jetzt ein Kunde kommt, ja, der seinen Schlüssel für sein Möbelstück verloren hat, dann muss man wissen, was das für ein Fabrikat ist. Dann hat er eine Kodifizierung von 2010. Ja. Das schlagen Sie nach? Oder wo haben Sie das? Nö, der liest es teilweise auf dem Schloss, steht aus das drauf. Ja. Dann drückt man hier auf Start und dann ratzelt der den Schlüssel runter. Ja. Spezialmaschinen für wirklich jeden Schlüssel. Für Manfred Schirde war normal, für Christian Hans noch lange nicht. Ich kenne eigentlich alles schon, nur geleistet habe ich sie mir bisher nicht, weil es einfach die Investition in Frage gestellt wurde, ob es sich wieder rentiert, ne? bei so einem kleinen Laden, wie ich ihn hatte, ne? oder habe. Na, selbstverständlich lohnt sich das. Hier kommen sie ja 50 Kilometer aus dem Umkreis, um hier ihren Schlüssel zu kriegen, weil er sonst nicht machbar ist. Hier heißt es ja von Anfang an der Slogan, hier wird jeder Schlüssel gefertigt. Ja? Und es ist auch so, weil hier mittlerweile 50.000 Stück drin hängen. Ja? Der Warenbestand im Geschäft von Manfred Schirdewan beeindruckt den Bewerber sichtlich. Ich habe zwar gedacht, ich habe auch viele, aber das ist ja, das toppt ja alles. Ne? Und dann ist beim ersten Auftrag des Tages auch prompt Spezialwissen gefragt.